Was hat jetzt Halloween auf diesem Kanal zu suchen? Soll ich sagen Samhain? Samhain ist das uralte Fest, aus dem Halloween über viele, viele Ecken entstanden ist. Und Samhain hatte eine ganz tolle, wunderbare Bedeutung. Vielleicht ist Halloween für manchen noch mit dieser Bedeutung behaftet. Und sie wissen, was es bedeutet. Samhain ist ein ganz tolles Fest für Ahnen, für Götter und hat was sehr, sehr Mystisches. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, diese Köpfe in allen Formen und in allen Farben, sie sehen irgendwie lustig aus, aber sie haben so eine tolle Bedeutung eigentlich von früher. Der Name Halloween ist entstanden aus der umgangssprachlichen Verballhornung eigentlich von All Hallows Eve. Und das war einmal der Tag vor Allerheiligen. Das war aber gar nicht der Ursprung. Im richtigen Ursprung war Halloween eigentlich noch viel, viel mehr zurück, Samhain. Und Samhain war ein kultisches Fest, ein keltisches, kultisches Fest. Und es wurde praktisch der Herbst und der Neuanfang, das Sterben und der Neuanfang in dieser Tag-Nacht-Gleiche wurde gefeiert. Und es stammt aus dem Irischen, dort ist das Ganze entstanden. Dieser Samhain ist jetzt der Ursprung eigentlich um Allerheiligen. Allerheiligen ist ja nicht unbedingt ein keltisches Fest, sondern das haben dann praktisch die Christen, haben dann dieses Fest adaptiert und haben in der frühen, wie die Kirchen dann alles versucht haben umzukrempeln, dann ist es zu diesem Fest geworden. Und dieses Fest war früher wirklich ein Gedenken an die Vergänglichkeit. Man hat den Ahnen gehuldigt, man hat rituelle Opfer gebracht, man hat die Ernte gefeiert und man hat gefeiert, dass es jetzt was Neues gibt. Also zum einen den Tod und zum anderen das, was dann als neues Leben wieder entsteht. Eigentlich ein wunderschöner Brauch, sowas Ähnliches, wie wir heute mit Erntedank meinen. Aber der ist wahrscheinlich nicht so lustig. Und es gab damals Feuer und Rituale und alles Mögliche. Halt sehr mystisch. Es war dunkel, es war Ahnen, es waren Geister. Und man hat praktisch schon immer versucht, auch sich zu verkleiden und den Geistern in irgendeiner Form ähnlich zu werden oder dass man von den Geistern für Geister gehalten wird. Das finde ich so lustig, dass man nicht erwischt wird und lauter solche wunderschönen Dinge. Es rentiert sich, es sind schöne Märchen und Überlieferungen, sich da mal ein bisschen reinzulesen, weil es einfach wirklich tolle Rituale waren. Gut, die sind heute alle nicht mehr gängig und wir haben das eigentlich, sagen wir mal, pervertiert in ein Fest von Europa, ist es dann nach USA gegangen und die haben es dann schlussendlich perfekt kommerzialisiert. Und jetzt kommt Halloween, was eigentlich gar nicht so bei uns war. Es gab ein Erntedankfest, es gibt Allerheiligen und es ist jetzt wieder rübergeschwappt und jetzt haben wir es wieder. Und jetzt malen wir Kürbisse an und sagen Süßes oder Saures. Bei mir gibt es weder noch, sondern es gibt zum Beispiel heute auch ein ganz tolles Halloween-Gericht. Ganz köstlich. Es gibt schwarzen Reis für die Geister und es gibt Brennnessel. Brennnessel sind schon immer für Reinigung da. Und es gibt natürlich den Kürbis. Der Kürbis steht für Anti-Aging, der steht für Gesundheit, der steht für Erneuerung der Zellen. Und der Mund, der scharfe Mund, der sagt unter Umständen Dinge, flüstert einem ein, die man gar nicht so gerne hören möchte zu so einer Veränderung. Und die Augen, die leuchten. Probieren Sie mal so ein Halloween-Essen, es macht Spaß. Und es schmeckt gut. Zusätzlich ist es gesund. Und was noch gut ist an Halloween oder an diesem Wechsel jetzt, ist eigentlich, wenn man es symbolisch nimmt, dass man sagt, okay, man lässt einige alte Dinge los. Das muss nicht immer an Neujahr sein, sondern das kann man auch zu den alten Daten der alten Kultur machen. Dass man sagt, die Tag-Nacht-Gleiche ist jetzt einfach so, dass man die hernimmt für mal nachdenken. Was möchte man verändern? Was möchte man mitnehmen? Und wie könnte man zum Beispiel das Neue angehen? Man könnte jetzt sich zum Beispiel einen Ritus so in alter Tradition sich zu pflegen und das Immunsystem zu stärken für das Neue, das Alte einfach weglassen. Haben Sie sich auch manches Mal gefragt, wenn man so mit dem alter Ego redet, so das letzte Jahr, ging doch eigentlich im Flug, oder? Es war doch irgendwie komisch. Manche Sachen
ja, war ich da wirklich dabei oder warst nur du das? Sie könnten mit dem hier reden. Sie könnten dem erzählen, was in diesem Jahr alles nicht so toll lief oder was gut lief, was Sie abstellen möchten. Machen Sie mal den Spaß. Vielleicht kennen Sie das Spiel, dass man sich auf zwei Stühle setzt, auf einen und auf den anderen, und dann wechselt man immer und man redet mit sich. Das ist ein super Spiel übrigens, so ganz nebenbei. Sie haben praktisch ein Ego, das ist die ganze Zeit irgendwie anderer Meinung als Sie, und Sie setzen sich auf den Stuhl und auf den. Das können Sie, und Sie unterhalten sich dann. Das können Sie auch mit dem Kürbis machen. Sie können mit dem Kürbis reden und sagen, was machen wir denn? Wer hat jetzt recht, du oder ich? Nee, ist nur so eine Idee, müssen Sie nicht machen. Aber was doch mal eine ganz schöne Idee ist, auch ohne dass man ums Feuer springt, wobei das können Sie natürlich jederzeit machen. Sie können Ihr Kaminfeuer im Garten oder auf der Terrasse oder wo auch immer machen und dann da auch mal so ein Ritual machen. Sowas macht unheimlich Laune und ja, manches Mal geht es sogar sehr, sehr tief. Also vielleicht macht es Ihnen Spaß und dann mal drüber nachdenken, was möchte ich ändern? Was kann ich ändern? Gibt es irgendwas, was ich jetzt da loslassen möchte in dem Jahr, in diesem Tag vor Allerheiligen? Möglicherweise gibt es was. Und Sie sagen, okay, jetzt neues Jahr, neue Idee, pflegen und irgendwas tun, was einem gut tut. Die Tage werden jetzt finster und schnell, schnell immer dunkler. Und genau wie Samhain-Rituale waren für die Seele und für die Befindlichkeit, könnte man eigentlich an Samhain auch Rituale machen für das Wohlbefinden. Und zum Beispiel Brennnessel gehört da dazu. Mein wunderbares Gericht hier mit den Brennnesseln. Brennnessel sind eine ganz perfekte Art, sich zu befreien von es entwässert, also von Wasser zu befreien, von Schlacken zu befreien. Brennnessel sind unendlich gesund. Und dass man einfach solche Rituale jetzt da mal einbaut, muss ja nicht für die ganze Zeit sein, sondern nur so ein bisschen. Und schaut, was dabei rauskommt. Und Halloween in der ganz ursprünglichen Form feiern. Wäre eine Möglichkeit, oder? Anstatt, dass man nur Süßes oder Saures sagt. Die Kelten führten auch Rituale durch und dieses Samhain-Fest war auch, dass man sich praktisch stärkt für die Winterzeit und dass man gut durch den Winter durchkommt. Das könnten Sie auch einführen, indem Sie eine besondere Pflege machen, indem Sie besonders rücksichtsvoll mit sich sind und so diesem Halloween einen ganz neuen Sinn geben, der viel tiefer ist als nur Süßes oder Saures. Auch war dieses Samhain-Fest ein Ritual zur Verbundenheit mit der Natur. Logisch, die waren so und so ganz anders in die Natur eingebunden, als wir das waren vor so langer Zeit. Aber wir könnten das auch nehmen, diesen Teil von dem Fest, dass wir sagen, wir gehen wieder ein bisschen in die Natur. Sei es, dass wir rausgehen, gerade jetzt, wo es dunkler und wo es einfach drüber wird und dem Körper was Gutes tun. Oder auch vielleicht, indem wir einfach ein bisschen entschlacken oder so kurz bevor dann die Nikolaus- und die Lebkuchenzeit so voll über uns reinbricht, noch ein bisschen ja, auf Figur, auf Detox, auf all solche Dinge achten. Wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen ein ganz wunderschönes Samhain-Fest, wenn die Tage jetzt so in den Wechsel gehen, von Oktober zu November. Früher, die fanden das toll, 3 Tage lang zu feiern. Kann man ja auch einführen, oder?